Das wird der Doktor doch alles durchgesprochen. Die hat von mir 6 oder 7 Briefe bekommen, mein Lieber. Weißt du, was das kostet? Ja, entschuldige, das zahle ich alles aus meinem Etat. Na, ich bin überhaupt nicht aggressiv, ich rede ganz normal. Dann hör mir bitte zu, hör mir bitte zu. Du sollst mir zuhören, verdammt nochmal. Nein, das ist eine ganz andere Geschichte, ist das, ja. Das Problem ist aber der Peter, der ist einfach völlig inkompetent. Du hast ihn eingestellt, mein Lieber. Hallo, hör mir bitte zu. Ich habe eine Einlage von 80.000 da drin, das ist mein Geld. Wenn das Geld weg ist, ist die ganze Geschichte für mich futsch, verstehst du? Dann kann ich einpacken. Die Bank, nein. Was heißt, die Bank ist mein Problem, die Bank ist überhaupt nicht nur mein Problem. Pass auf, hör mal, komm, es bringt nichts, wenn wir schreiben. Pass auf, wir müssen die ganze Sache als offensiv angehen, ja? Verstehst du? Und zwar folgendes, du... Ja, geh halt. Nein, nicht du, warte mal, sag mal ein bisschen selbstständig. Pass auf, du rufst die Huber jetzt nochmal an, ja? Die Huber soll die ganze Geschichte mit den Leuten nochmal durchgehen. Nein, das sind einfach Dinge, die hätte man einfach im Vorfeld besprechen müssen. Warte mal kurz, ich muss mal gerade den Zapfhahn hier raus. Ich sau das wieder Jahrhunderte, bis ich bei dir durchkomme. Du gehst raus und dann rechts und dann wieder rechts. Danke. Und wenn ich 10 Kaffee trinke, die 1 bitte. Meinst du, du kriegst ihn alles zusammen heute Nachmittag? Ja, was? Ja. Nein, das ist überhaupt nicht. Hör bitte auf, hör auf. Komm bitte runter, ja? Komm, ich bin unten. Nee, das ganze Klingeltermin in München gegen das, was ich von dir höre. Sag mal, wer weiß von der ganzen Geschichte? Entschuldige, wieso meine Frau? Weil ich dir gesagt habe, die soll die Kontobewegung nicht wissen. Nein, komm bitte, lass uns Kühlkopf. Quittung? Ja. Pass auf, du machst die Termine. Das heißt nicht vor 17 Uhr, ich brauche ungefähr 4 Stunden, bis ich da unten bin. Ja, weil ich mit dem Auto bin und nicht im Flugzeug, verdammt nochmal. Schreib mich nicht an, ich schreibe überhaupt nicht, ich bin auch nicht aggressiv. Ich bin nicht aggressiv. Pass auf, ich werde jetzt mit jedem Einzelnen vom Vorstand aus dem Auto raus telefonieren. Das wird auch gelacht, wenn wir den nicht auf unsere Linie kriegen. Warte mal kurz, ich muss mich kurz anschneiden. Hier, Sekunde, warte kurz. Bleib dran, ja, bleib doch mal dran, Dori, Mensch. Der war sehr aufgeregt, aber der kommt sicherlich gleich wieder. Der ist bestimmt nur kurz um die Ecke. Aber Frankfurt ist nicht um die Ecke. Seid ihr aus Frankfurt? Meine Eltern schon. Meine Oma war von hier. Aus München? Aus München. Dann warten wir jetzt erstmal, hm? So, wir waren jetzt da. Rapp, oder? Rapp schon, aber Wimbeck. Wimbeck, alles klar. Also da, oder? Ja, wenn wir uns da so herstellen. Könnt's gleich aufhören? Wir haben noch gar nicht angefangen. Ja, ihr braucht's auch gar nicht erst anfangen. Es hat sich nämlich ausgespült, bevor es überhaupt losgeht. Wieso denn? Wir haben eine Konzession. Wir haben Zeit, Tageskonzession. Spart's euch die Luft für Polizei. Weil die heulen jetzt nämlich. Es ist alles legal und offiziell. Komm mal raus da. Was hast denn einer denn Zeit? Diesmal wieder Extramäßigkeit. Du Schweinepriester, du Elendiger. Bleib draußen, da kommt bloß rein, wer was kauft. So, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Nimm die zweite, Basti. Weißt, dass du gar nicht anders willst.
warst du? Zum Xaver. Warum? Ja, hörst denn das nicht? Sowas höre ich schon lange nicht mehr. Das sind für mich Alltagsgeräusche. Jetzt komm, jetzt gehst du auch aufs Revier. Ja, blöd werde ich sein. Das bist, wenn du da bleibst, weil dann wird der Streit hier austragen und das ist schlecht fürs Geschäft. Jetzt gehst. Servus. Ich möchte den Xaver sprechen und zwar sofort. Blär mich nicht so an. Sonst schmeißen wir sie gleich wieder raus. Ich blär nicht. Wer blärt denn da so? Basti. Was gibt's? Xaver, du musst eingreifen. Wo? Bei mir vor dem Geschäft. Warum? Ja, weil sie wieder da sind. Wer? Die Musiker vom Rapphorst. Ich hab keine Musiker. Ich hab bloß Andenken. Und was für welche? Taiwan lässt grüßen. Was machst du überhaupt da? Bevor hier irgendwelche Unwahrheiten über mich geredet werden, bin ich lieber gleich selber da. Spare ich euch eine Arbeit und mir einen Ärger. Um was geht's eigentlich überhaupt? Er meint, dass ich ihm eine Musikband vors Geschäft bestelle und ihm somit das Geschäft versaue. Da? Das war doch jetzt ein eindeutiges Schuldbekenntnis, oder? Nein, nein, das war nur das, was du ständig behauptest, was aber nicht stimmt. Deswegen bin ich da, damit das gleich alles klar ist. Sind's Inkas? Nein, nix da. Das ist eine blitzsaubere bayerische Musik. Also, ich hör's gern. Da, jetzt hat er's aber endgültig selber zugegeben. Xaver, unternimm was. Und was stellst du da so vor? Weißt du, was ich unternehmen soll? Ja, rübergehen und die Musiker vor meinem Geschäft weg entfernen. Sollen sie doch bei ihm vom Geschäft spielen, wenn's ihm so gut gefällt und wenn er sie bezahlt. Alles Lüge. Ich zeig dich an, so oder so. Das ist mir schon klar, aber das hat nichts mit der Musik zu tun. Das ist keine Musik, das ist ein Lärm. Lärmbelästigung, Geschäftsschädigung. So, Anzeige. Ich gegen ihn und zwar sofort. Jetzt hab ich die. Dabei, ich muss auch irgendwann einmal wieder zurück in mein Geschäft. Ich kann mir keinen Verdienstausfall leisten. Ich kann hier nur Stunden bleiben. Ich hätte keinen Cent Verdienstausfall. Irgendwann der Frau arbeitet mit im Geschäft. Momentan nicht. So, jetzt schau ich mir das ganze Spiel mal an. Ja, endlich. Da kann ich mit meinem Protokoll weitermachen. Und was ist mit meinem Protokoll, mit meiner Anzeige? Meinst du, sie laufen sonst darüber? Sag's am Felix Bescheid. Ich bin gleich wieder da. Schau hin, das ist das Ergebnis von dieser unerträglichen Untertatudelei. Jetzt siehst du es einmal selber. Alle rennen zu ihm, zu mir kommt keiner mehr. Vielleicht liegt es daran, dass du zugesperrt hast und ich hab auf. So schlechte Karten, weißt du. Die haben die Genehmigung von der Stadt. Zu laut sind sie auch nicht. Und so schlecht, wie du sagst, ist es. Aber bayerisch ist es bis zum Erbrechen. Dann passt doch zu deinem Laden. Aber bayerisch kann ich nicht mehr hören. Verstehst du das denn nicht? Das ist seelische Folter für mich. Ich bin auch bloß ein Mensch mit Gefühlen und Empfindungen. Seit 30 Jahren verkaufe ich jetzt diesen bayerischen Wahnsinn da. Und jetzt soll ich auch noch zuschauen, wie dort diese bayerische Untertatu die Leute mir meine Einnahmen versauten. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich das alles hasse. Tja, Freunde, die Arbeit ruft. Eigentlich wollte ich Tierpfleger werden. Basti, ich kann dir da momentan nicht helfen. Du, Basti, ich weiß was für dich. Felix, ich bin's, der Xaver. Orlando-Straße, hol mich ab.
gerade? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Irgendwo in der Ingolstadt. Pass mal auf. Du versuchst jetzt den Kunzelmann für mich ans Telefon zu bringen. Der muss beim Golfen sein. Ich habe schon ein paar Mal auf dem Handy versucht, ist aber ausgeschaltet. Die sollen ihm irgendwie eins rausbringen. Ende aus. Fritz. Das darf nicht wahr sein. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Das darf doch nicht wahr sein. Das gibt's doch gar nicht. Was ist das für ein Terrichtrainer durch? Das gibt's doch nicht. Sagen Sie, das gibt's doch nicht, dass Sie über eine Stunde nicht merken, dass Sie Ihren Sohn vergessen haben. Sowas gibt's doch nicht. Ja, bis vor ein paar Minuten war er noch da. Jetzt? Jetzt ist er weg. Und mein Geschäft auch. Sag mal, was ist denn da los? Ja, nix, was ist los? Sondern? Wer ist los? Sie ist los. Sie hat heute Eröffnung und den Remedemi tue ich mir nicht an. Aber deswegen kannst du nicht einfach zusperren. Sag mal, spinnst du? Ich habe hier ganze Liter. Nein, die brauche ich doch bis morgen. Ich habe die ganzen Russen da. Weißt du halt bei der Konkurrenz? Jetzt sei doch nicht so kindisch, Elfi. Ja? Du hast doch keine Konkurrenz da am Markt. Also gut, morgen um 8 Uhr hast du das. Okay. Und ich sorge dafür, dass dies keine Konkurrenz wird. Und wie willst du das machen? Die verkauft Obst und Gemüse wie ich? Auf mich kannst du dich verlassen. Möchtest du sehen? Und? Schleicht sie sich jetzt, die Schlange, die Falsche? Wegen derer fällt halt meine Eröffnung ins Wasser. Und da will sie wahrscheinlich ganz weit weg sein. Wieso? Was hat sie denn da? Ja, meine Lieferung hat sie boykottiert. Ich habe einen ganzen Lastwagen am Großmarkt bestellt. Ja und? Ja und? Da siehst du da vielleicht einen drum. Ha? Ein Apfel, ein Kohlrabi, ein Salatkopf, irgendwas. Eben. Der Lastwagen kommt nicht. Dahinter steckt niemand anders als wie sie. Und wenn's so war, was ich nicht glaub, da hat sie dir ja nur einen Gefallen da. Was? Wenn sie mein Geschäft ruiniert am ersten Tag, dann hat sie mir damit einen Gefallen, oder was? Das ist nichts für die Moni. Du kannst der Elfi keine Konkurrenz machen. Die ist schon lang im Geschäft. Du musst auf was anderes setzen. Ja, und was wäre das dann? Ja, bayerische Spezialitäten, Brotzeiten, kleine Gerichte. Das Konzept gibt's ja nicht. Und du hast doch schon mal bedient, soweit ich mich erinnern kann. Ja? Ja, also, dann bedienst du halt jetzt an deinem eigenen Stand. Ja, das ist ja nicht mein eigener. Sondern? Und? Läuft's? Das ist seiner. Was ist meiner? Der Stand. Oh, gibt's Probleme? Der Alfons meint, ich soll einen Brotzeitstand machen, einen bayerischen. Ja, nichts mehr Gemüse, Obst, Gewürze. Ja, die gibt's eh zum Saufuttern. Da am Markt. Hat er recht. Heißt das, du wärst einverstanden? Probieren. Geht überstudieren. Einsatz, Xaver. Einsatz. In der Stunde komme ich wieder vorbei. Aber dann bring mir deinen langen Vordermann, das sag ich dir. Gut. Musik.
machst denn du da? Voilà. Das ist ein Geschenk zur Eröffnung deines Standes. Von wem? Vom Angelo. Wir haben am Großmarkt gehört, dass du heute eröffnest. Und da war das so eine spezielle Eingebung von ihm. Weißt du was? Sagst ihm einen schönen Gruß. Geh's mal bitte auf Zeiten. Aber ich hab das da. Nicht nötig. Moni. Gürl. Man muss auch mal verzeihen können. Vergessen können. Ciao. Der Angelo ist ohne die nur eine halbe Portion. Viertel. Maximal eine Viertelportion. Sei halt nicht gar so hart. Freilich war das nicht okay, dass er die am Flughafen hat sitzen lassen. Und es ist auch nicht okay, dass er alles tut, was sein Bruder will. Aber er liebt dich. Also komm, nimm sein Geschenk an. Ich brauch sein Geschenk nicht. Ich brauch kein Obst und kein Gemüse. Weil ich was anderes mache. Wieso sagst du das nicht gleich? Dann hätte man das ganze Gesülze sparen können. Noch da. Fast eine Dreiviertelstunde lang. Der kann wirklich nicht weit sein. Ist aus Frankfurt. Der Vater ist auf dem Weg zurück hierher. Der hat angerufen von weit hinter Ingolstadt. Können Sie sich das vorstellen? Ihr eigenes Kind vergessen. Einfach vergessen. Hatten Sie Streit? Ich kenne den doch gar nicht. Nein, nicht Sie. Ob der Vater mit dem Sohn Streit hatte? Der Vater ist ziemlich durchgeknallt. Bezahlen und nebenbei Handy telefonieren, die Sorte. Sie wissen schon. Aber der Junge, der war ruhig. Wollen Sie ihn sehen? Was? Sehen? Ja, Video. Ist doch alles überwacht hier. Ich habe schon alles hergerichtet. Kommen Sie rüber. Kann man aber schlecht erkennen, gell? Das ist mehr so von oben fotografiert. Aufgenommen, Xaver. Video. Sollten wir jetzt nicht mal den Vater anrufen? Wie? Haben Sie da seine Nummer? Na logisch. Wenn er mich da angerufen hat, wird doch alles gespeichert. Ihr Gespräch. Wessel heißt er. Herr Wessel, hier ist Polizei München, POM Kandler, Felix. Wir sind gerade an der Tankstelle, weil uns die Kasse... Zack. Wie? Erna Zack, so heiße ich. Das macht nichts. Weil uns die Frau Zack benachrichtigt hat, weil ihr Sohn, den Sie vergessen haben, verschwunden ist. Sind Sie auf dem Rückweg nach München? Höhe Ausfahrt Flughafen, sehr gut. Dann fahren Sie jetzt in die Innenstadt, in die Hochbrückenstraße, Revier 7. Ja, mit dem Navi ist das kein Problem. Gut. Sollte sich... Der Bub melden, melde ich mich. Ist doch logisch. Ja, dann werden wir uns ein bisschen die Gegend anschauen. Ja, das würde ich auch machen. Die Farbe von der Jacke und von der Hose, wie war die Nummer, haben Sie gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe gewartet, bis Sie mich fragen. Jacke rot, Hose blau. Ja, dann können wir froh sein, dass heute nicht Bayern gegen 60 gespielt. Dann war es schwer. Ja, gehen wir. Ja. In die Universität werde ich aber nicht reingehen. Unwahrscheinlich. Ist es schlecht, dass zum Deutschen Museum geht? Wo würdest du hin? Wenn ich aus Frankfurt wäre. Wenn man dich mit 12 Jahren in einer Großstadt aussetzen würde. Er hat ihn ja nicht ausgesetzt. Bloß vergessen. Dann
hätte ich so lange gewartet, bis man mich wiederholt. Ich auch. Das glaube ich nicht. Was glaubst denn du, hätte ich gemacht in so einer Situation? Du hättest genau eine Stunde gewartet und dann warst du los. Und wohin? Wenn ich fragen darf. Keine Ahnung. Dass du in deiner Jugend schon so deine Probleme gehabt hast. Verstehe. Also hat der Junge Probleme, meinst du? Freilich. Sonst wäre er an der Tankstelle. ISA 712 für ISA 7, bitte kommen. Dago, was gibt's? Der Vater von dem Sohn ist da. Wenn ihr dann kommen tätet? Wenn's grün wird, ja. Was? Bis später. Also gibt's die große Suchaktion. Schaut so aus. Ja. Ich suche das Deutsche Museum. Und wir suchen dich. Das war der mit Abstand falscheste Satz, den du hättest sagen können. Dafür darfst du jetzt schnell und viel laufen. Wir bringen die Flucht zu deinem Papa. Ich hab nichts getan. Das weiß ich. Also, jetzt komm. Darf ich mal kurz? Nein, Sie dürfen nicht. Das ist jetzt das dritte Mal, dass. Entschuldigen, hallo. Ja, nein. Du, ich kann jetzt nicht. Ich bin bei der Polizei. Ich erkläre dir später. Ja, ich rufe zurück. Schalten Sie es aus, sonst geht's gleich wieder los. Also, Beruf? Ja, schreiben Sie einfach Kaufmann, oder? Dippel oder nicht Dippel? Weder noch. Sagen Sie, Entschuldigung, wie lange dauert das denn hier noch? Name Ihres Sohnes? Fritz Georg, Rufnummer Fritzi, 14.599. Moment. Entschuldigen Sie bitte, aber wenn Sie wüssten, was bei mir in der Firma los ist. Ja, ich sitze hier auf heißen Kohlen. Ich müsste längst wieder in Frankfurt sein. Und warum wolltest du jetzt ins Deutsche Museum? Meine Oma wollte mir das Deutsche Museum zeigen. München überhaupt. Meine Oma kam aus München. Ich zeig dir mal, wo ich daheim bin. Alle schönen Plätze und das Deutsche Museum. An meinem Geburtstag fahren wir mal nach München, hat sie gesagt. An Weihnachten ist sie gestorben. Tja. Heute ist ihr Geburtstag. Jetzt hat heute mein Vater einen Termin in München und hat mich mitgenommen. Doch gerade als wir da waren, ist was mit der Firma passiert. Und er musste sofort wieder zurück. Und da hat er dich an der Tankstelle einfach vergessen? Ja. Und da wolltest du jetzt einfach selber ins Deutsche Museum? Ja. Dago, was gibt's? Sagt mal, wo bleibt ihr denn? Wo seid ihr gerade? Der Vater ist schon total nervös. Ja, keine Sorge, wir sind auf dem Weg. Dem Jungen geht's gut, sagst du, falls es ihn interessiert. Traum. Deutsches Museum. So ist es. So viel Zeit muss sein. Das ist das Deutsche Museum. Leider können wir es dir nur von außen zeigen, weil erstens haben wir nur Dienst und zweitens dreht uns dein Vater durch. Der dreht immer durch. Verstehe. Und die Kuppel da, das ist das Planetarium. Da kannst du alle Sterne auf der Decke sehen. Obwohl ich glaube, diese Kuppel, das ist die Sternwarte und dahinter ist das Planetarium. Ich bin ja immer mit meinem Vater hierher gegangen. Obwohl,
Einmal, da war ich allein. Da habe ich mich im U-Boot einsperren lassen und gewartet bis zur Sperre. Da war ich die ganze Nacht im Museum. Und da warst du die ganze Nacht? Die ganze Nacht im Museum. Ich ganz allein. Sag mal, bist du nicht völlig bescheuert geworden? Entschuldigung, aber in meinem. Gucken Sie mal, ich habe seiner Mutter gesagt, dass ich überhaupt keine Zeit habe, ja? Aber deine Mutter hat ja immer recht. Mensch, Fritz. Ich habe dir gesagt, was für einen Druck ich habe. Ich muss nach Frankfurt zurück. Da klappt das einmal nicht in München. Dann verhältst du dich wie ein Baby. Von mir aus kannst du in den nächsten Ferien 6 Wochen hier sein. Wie spät ist das eigentlich? 2:30. 2:30, oh Gott. Wie soll ich das alles noch schaffen? Sie sollten froh sein, dass Sie ihn unbeschadet wieder haben. Ihren Sohn. Sie müssen noch unterschreiben. Das ist nicht wahr, oder? Was soll ich noch alles machen? Hier. Da schau mal her. Da hast meine Karte. Da steht meine Privatnummer. Wenn du wieder in München bist, rufst du mich auch, okay? Okay. Jetzt komm. Ich bin mit der Tür hier. So kommst du jetzt. Hallo? Ja, ich bin's. Komm jetzt. Pass auf, folgendes. Wir haben es gemacht. Ist doch egal. Ich werde den Namen. Jetzt komm jetzt. Danke ist für die Nähe, Fremd dort, hä? München 7, Polizeihauptmeister Kneidl, grüß Gott. Jetzt schauen wir mal rüber zur Moni. Die müsste längst die Eröffnung im Gang sein. Wir kommen. Ja, aber vorher musst du noch in die Orlando-Straße. Der Musikkrieg spitzt sich zu. Was ist? Doch, das wolltest du noch machen. Von wegen. Jetzt hat er zum Gegenschlag ausgeholt, der Wasti. Endlich wehrt er sich. Ja, wo hat er denn die Jauler her? Da hast du ihm doch sicherlich ein bisschen geholfen. Mein Gott, den einen oder anderen Tipp habe ich doch immer. Das ist doch mein Geschäft. Neben Zeichen. Neben Zeichen, richtig. Gut, dass du da bist. Sonst wäre ich zu dir gekommen. Die hat er mir jetzt geschickt. Hast du ihm diese Jauler geschickt? Schickt nicht, aber ich höre es gern. Ausgesprochen gern. Ich nehme an, ihr habt auch eine Stundenkonzession. Ja, freilich. Wir sollen wenigstens mit uns spielen. Wir bringen uns auch dauernd raus. Dabei sind die noch gar nicht vollstimmig. Komplett. Es sollen angeblich noch ein Tambourin und eine Triage dazukommen. Triage, gell? Das da drüben ist wenigstens nur Musik. Aber das da, das hat ja mit Musik nichts mehr zum tun. Das ist ganz genau wie deine Mutter. Einfach aus dem Fenster starren und hoffen, dass der Ärger vorüberzieht. Und alles wieder so ist, wie es mal war. Aber diesmal hast du dich getäuscht, mein Lieber. Nichts wird mehr so sein, wie es mal war. Ich nehme dich jedenfalls nicht mehr mit nach München. Besser gesagt, ich nehme dich überhaupt nicht mehr mit. Du hast ganz genau mitbekommen, dass ich Ärger in der Firma habe. Du hast ganz genau mitbekommen, dass ich für 17 Uhr einen Termin in Frankfurt gemacht habe. Jetzt haben wir 15 Uhr. Super, auch das noch. Sag, verdammt nochmal, haben die in dieser Scheißstadt nur rote Ampeln? Das gibt's doch gar nicht. Kannst du mir mal verraten, wie ich in 2 Stunden in Frankfurt sein soll? Das eine verrate ich dir, mein Lieber. Du, wenn ich heute Nachmittag bei der Sitzung nicht dabei bin, dann kannst du die Firma vergessen. Firma AD, Existenz AD. Dann kannst du deine Weihnachtsgeschenke in die Haare schmieren. Und schuld bist du, du ganz allein. Da hast du alles kaputt gemacht. Schalter, endlich mal das Ding da oben, das gibt's doch gar nicht! Fritz? Fritz! 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 Bleib zu stehen! Fritz! Verdammt nochmal! Fritz! Fritz!
Situation vielleicht dann noch mal da. Doch, ich noch mal. So ein Theater hier, wirklich so. Klingt grausam, Tito, oder? Wird auch noch grausam. Hoffentlich. Aber wie ich die Viola kenne, sicherlich. Weil das Letzte, worum es da geht, ist die Musik da. Wer ist Viola? Viola ist im Wimbeck Basti seine Frau. Da, da. Da ist sie. Wenn du sofort dieses Metallic-Orchester hier abziehst, dann kannst du da was erleben. Wenn ihr eure Hunderter-Band abzieht, gerne. Sag mal, Viola, wieso kommst du da auf seinem Laden? Nicht nur Laden, das kannst du noch erweitern. Ah, wieso erweitern? Um Wohnung, Küche, Wohnzimmer und Bett. Ach so, ja. Das hab ich so gar nicht gewusst. Das wäre mir im Grunde ja alles egal. Da stehe ich sowas von drüber. Ja, so schaut's da aus. Aber was nicht geht, ja, dass du jetzt auch geschäftlich bei der Konkurrenz einsteigst und dort Geschäftsgeheimnisse ausplauderst. Mei, kannst du mir jetzt einmal sagen, was in dem Pamperladen da drüben an Geschäftsgeheimnissen gibt? Die Viola ist eine extrem tüchtige Geschäftsfrau. Seit ich sie kenne. Seit wann ist das? Seit sie 19 ist. Wieso ruinierst du dir dann dein eigenes Geschäft, indem du bei ihm da die Preise senkst? Und mir deinen 50%. Eine Musik vor die Tür steißt, die den hinterletzten Japaner vom Einkaufer fernhält. Aber du schädigst ja dich damit selber am allermeisten. Und was du, um jetzt nur ganz kurz auf das Zwischenmenschliche zu kommen, an dem da findest, das versteht in dieser Straße niemand! Von der Metzgerei da hinten gehören ihr 30%. Der Trachtenladen gehört ihr ganz. Also der war eh schon schwach am Herz. Also der Vorbesitzer. Verstehst? Ja, ja, versteh schon. Erstens hast du vom Geschäft da nicht so viel Ahnung, wie's Dreck und deinen Fingernagel hast. Und zweitens, ganz kurz zum Zwischenmenschlichen, auch meinerseits. Muss das sein? Ich halt deine ewige Scheißlaune nicht mehr aus und dein Gewusel. Dabei ist die Moral von der Viola blitzsauber. Immer einer nach dem anderen. Nix da durcheinander. Sie ist jedem treu gewesen. Ja, ja, solange bis sie hatte, was sie wollte. Ja, logisch, sie ist ja eine Geschäftsfrau. Mich managt sie ja auch. Was managt sie da? Ja, die Rechte von und an meinen Bildern. Oh, ich kann ja den ganzen Folklorekrampf nicht mehr aushalten. Das Erbe belastet mich. Ich bin ja so unglücklich, weil eigentlich wollte ich ja ein Tierpfleger sein. Viola, jetzt langsam. Ach, weiß was. Und wenn ich nämlich was überhaupt nicht mag, ja, dann wie er sein Geschäft nicht mag, dann bin ich doch irgendwann Mann genug und mach Schluss damit. Verkauf's, vermiet's, mach irgendwas. Bitte, nimm es dir. Du kannst ihn haben. Ganz, 100%. Wenn du wieder heimkommst zu mir. Wann gehen wir zum Notar? Nächsten Montag. Ausgemacht. Und wenn der Windelstall Fritz zumacht, dann mache ich dort eine Zuhandlung auf. Na, wir was? Die mir machen eine Zuhandlung auf. Ausgemacht. Ausgemacht. Dann komm heim. Siehst du? Das ist eine Frau von Format. Sehe ich, ja. Kann mir irgendjemand sagen, warum ich da stehe, nichts mache und seelenruhig dabei zuschaue, wie der mit meiner Frau? Das ist nicht deine Frau. Das ist seine Frau. Und nichts tun tust du, weil du ganz froh bist. Da drin. So, Freunde, und jetzt stopp. Ich hab's jetzt erst einmal ausgespült. Obwohl, wenn ich so nachdenke, das Ganze hat irgendwas. Aber ihr dürft nicht gegeneinander spielen, ihr müsst miteinander spielen. Ja, das sage ich doch die ganze Zeit. Also. Also, was die Italiener und die Franzosen kennen wir schon lange. Was sagst du?
passt. Ja, wenn's passt, passt's. Also, viel Erfolg damit. Heut und in Ewigkeit. Danke, Alfons. Für alles. Ist schon recht. Alles Gute und viel Glück. Für dich. Soll ich jetzt vor Freude umfallen, oder was? Fall? Ich fange dich. Ich mache heute mein eigenes Geschäft auf. Sie? Weshalb bin ich da? Das mache ich deshalb, Angelo, weil du mich 10 Jahre lang in Argentinien betrogen hast. Das habe ich nicht, Moni. Das hast du schon! Da, Moni. Das ist. Willst du zu mir? Ja, der Xaver schickt uns. Warum? Musik. Ein Geschenk von ihm zu deiner Eröffnung. Aha. Wenn er meint. Meint er? Das war's, Angelo. Ich bleibe, weil ich dich liebe. Aber ich liebe. Meinst du? Ja, da. Komm weg von da. Hey. Was ist? Ich war für dich Alibi und Deckmantel zugleich. Und kamst aber wieder daheim, lässt du mich am Flughafen stehen. Nimmst auch noch mein Geld und meine Papiere mit. Du bist nicht aus Liebe mit mir nach Argentinien, sondern um ein Verbrechen zu vertuschen. Ich bin kein Verbrecher. Der ist gestolpert. Das krieg ich dann langsam eine richtige Wort. Hau ab! Ich bleibe. Gut. Dann mache ich das, was man mit Verbrechern halt so macht. Moni. Moni, bitte. Moni. Monika! Attenzione! Monika! Kommst du nicht noch mit? Ja. Bis morgen. Bis morgen. Ja, wenn es so ist. Ach, schon so früh heute. Die Moni hat ihre Eröffnung. Mhm. Schau halt auch noch vorbei. Na, wirklich nicht. Und außerdem habe ich gar keine Einladung. Doch, ich hab dich doch gerade eingeladen. Ach, entschuldige. Ich habe ja ganz vergessen, dass du nicht nur Hotelbesitzer, sondern auch nur Standelbesitzer bist. Nur kein Neid, Tegla. Du, Karli, was haben wir denn heute alles gehabt? 4-mal Ladendiebstahl, 3-mal Fahrrad. Die verwirrte Alte. Ja. Und der Bub mit seinem durchgedrehten Vater. Jetzt ist er schon wieder da. Jetzt ist er schon wieder weg. Kein Wunder, so wie Sie mit dem umgehen. Ja, wissen Sie, wo er hin wollte, wo er sein könnte? Ich habe keinen blassen Schimmer. Tja. Dann wird's eine Fahndung. Und teuer. Teuer? Wieso das denn? Weil Sie das mitverschuldet haben. Sie haben eine Aufsichtspflicht. Für die schräge Musik. Ja, sowas gibt's bloß in München. Was ist denn da los? Bricht der ein? Nein, der bricht aus. Und ich hoffe für immer. Alles. Xaver! Tegla, hast du das doch noch mal überlegt? Schön, dass du da bist. Nein, wir haben eine Fahndung laufen nach dem Jungen aus Frankfurt, der seinen Vater schon wieder abgehauen. Ihr habt ihn doch heute schon mal gefunden. Irgendeine Idee, ein Tipp, wo der sein könnte? Nein. Sicher nicht. Sicher nicht.
Robert. Xaver, was machst denn du da? Ich hab auf dich gewartet. Ich hab's bei euch einen Einbrecher drin. Was? Zwar einen ganz speziellen. In 3 Stunden bin ich wieder da. Ist das okay? In 3 Stunden. Gut. Gut. Nicht weglaufen. Ich bin's. Keine Angst. Ich bin allein. Und eingesperrt sind wir auch noch. Wir haben jetzt genau 3 Stunden Zeit, um uns das Ganze anzuschauen. Also, komm. Ich bin zwar nicht deine Oma. Aber auch aus München. So ist es. Sein Sohn. Behandeln Sie ihn gut, freundlich und respektvoll. Sonst kriegen Sie es mit mir zum Tor. Weil wir zwei, wir sind nämlich Freunde. Mach's gut. Es tut mir so leid, ich bin im Moment einfach. Ich liebe dich doch, Fritz. Komm mal her. Ja. So, jetzt fahren wir 2 Polizeiauto und dann zeige ich dir München, okay? Komm.